Okay, Leute. Ich bin immer der König der Welt und ja, willkommen zurück zu Let's Play Gonsan, die vergessene Epoche. Im letzten Part konnten wir zu Arons Schiff aufkehren und nun gehen wir ins Innere und wir sehen das Schiff der Lemurianer und man sieht schon, es ist nicht wirklich ordentlich und hier fehlt ein Stuhl. Ein Stuhl fehlt. Aber naja. Man sieht dann schon, was ist das denn für ein Teil? Aquaqual erscheint, ja. Arons Schiff wurde von kleinen, süßen Knuffquallen. Warum bin ich immer so knuffig? Wenn ich mir dann Zelda mit diesen kleinen Skorpionen mit Knuffi, Knuff, Knuff, so und diesen explodierenden Katzen, Ballon, Fischen mit Katzi. Katzi? Ja, wie habe ich das denn mal genannt? Egal. Da unten ist noch eine Qualle, die will ich töten. Nicht einfach, weil ich Mordlust habe, obwohl eigentlich schon. Nein, einfach weil die eine Pfütze ergibt, damit ich zur Natur kann. Bam, Critical! Und Felix mit Aaron macht der Stärke. Definitiv Maßebenen. So, frosten wir mal rein. Was? Und ja, Aaron beherrscht schon von sich aus Regenschauer. Nicht wie mir, dieses doch den Tropfen erlernen muss. Und oh, Heiltrank, heilige Scheiße, ist das geil. Heiltränke sind echt geil, die haben alle KP. Den kriegt mal Cosma. Weil ich Cosma lieb habe und sie ist die jüngste Team. Mit gerade mal 14 Jahren. Als ich 14 war, da habe ich noch gezockt. Und sie geht schon auf Abenteuer. Habe ich ein scheiß Leben. Ja. Darf ich wieder mal ein bisschen morden? Aber erstmal die Kiste zurechtschieben. Yeah. Fail-tastic. So, und nach unten. Das heißt, wir können dann alle Quallen abschlachten, will ich aber nicht. Ich will nur diese zwei da unten abschlachten. So, das hier, Angriff, Angriff. Psiegel und Dunst wird es beenden. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und so. Level up für Jenna. Hallo. Angriff, Angriff. Ach komm. Ich spange mit die PP. Kerbenhieb, ihr yeah, Feuerelement. Macht der Stärke. Welches Element hat nochmal Psyche? War das Wind? Weil ansonsten wäre das ziemlich komisch. Denn ich hätte damit zweimal Feuer und zweimal Wind, weil Mondbrise ist ja Wind, Kerbenhieb und Machtstärke sind ja Feuer. Aber ich würde gerne noch ein bisschen Wasser haben oder Erde. Naja. Ist sowieso praktisch, wenn Aaron. Ja, toll gemacht. Wenn Aaron das entgegengelegte Element hat, also dass er Feuer hat statt Wasser oder Wind. Oder Erde. Finde ich ziemlich praktisch. Okay, hier muss ich hier die Quelle abschlachten. Mond ausschlachten. Ach komm. Dunst. Ach, was soll der Geiz. Sturmblitz Angriff. Wow, Jenny ist die schnellste jetzt. Bam. Und Kerbenhieb. Bam. Frost. Dann gehen wir rüber zum nächsten Quellchen. Quellchen, what the fuck? Whatever. Angriff. Mondbrise. Kerbenhieb. Bam. Geil. So gefällt es mir schon hier. So, und Frost. Schade. Verschieben wir die Kiste. Ich bleibe zu dieser Melodie, muss ich einfach mit summen, denn die ist so geil. Aber zum Glück kommt sie noch recht häufig in diesem Spiel vor. Gut für mich, schlecht für euch. Siegel, bam! Und Germany, nein. Macht der Stärke! Ich würde keinen Sinn, Macht der Stärke.
wieder noch dasselbe. Das würde ich sagen, die starke Macht und die mächtige Stärke. Naja. Ich will ja die Logik nicht hinterfragen. So. Jetzt mit dir. Angreif, Angreif, Angreif. Wieso gescheit, damit sie kämpfen nicht, weil, naja. Die dauern sowieso recht schnell. Außerdem 4 Angriffe maximal, wir gehen jetzt tot. Frost. Hallo, kleine Qualle. Ich hau dir mal aufs Maul. Wow, nehmen. Cavity! Und weg. Wie gesagt, maximal 4 Schläge. In diesem Fall nur 3. Frost. Was ist überhaupt für ein Wind hier drin? Ist das auf dem Boden? Vielleicht ist es auch sauber geputzt. Könnte auch sein. Wo? Macht das Sinn? Moment. Andere Frage. Ist das ein Spiel von Nintendo? Ja, also macht keinen Sinn. Von daher muss es keinen Sinn ergeben. Das ist Nintendo. So, hallo Qualle. Ich hau dich. Ich hau dich tot. Ich hau dich. So. Kerben hin. Wenn nicht du. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, wieder mal so wie in Golden 1 die Attacken so richtig rauszubrüllen. Ach ja, ich weiß noch an meinen Siegesschrei, nenne ich mal, als ich im Venusleuchten das Chrysanthem bekommen habe. Ja, Sven ja mit dabei. Oh. Wir müssen den Kleinen hier verscheuchen. Und ihn auch qualvoll töten. Damit dieses Dingenskirchen nicht runterfällt. Denn das ist zu schwer für 5 Leute. Oder sagen wir es auch so. Crane ist so fett. Ich bin nicht fett, Mann! Ich habe nur schwere Knochen! Das geht nicht, Crane. Ja, aber... Crane, nun lass es endlich. Ja, aber Trainer! Crane! Aber Cosma! Was war das für eine Stimme? Hey, ich will den Hammer haben. Gib mir den Hammer. Keine Reaktion. Irgendwas scheint nicht zu funktionieren. Was zur Hölle? Das kann man absprechen? Und nicht mal. Geldbeutel. Oder doch nicht. Wie komme ich hier durch? Ja. Boss-Time. Und ja, aus diesem kleinen Kraken wäre natürlich eine Aquahydra. Wieso immer? Na egal, Leben kann den Gegner verlangsamen, mache ich gleich mal, oder? Ne, ich warte mal. Ich mache mal Echo drauf. Wie gesagt, ich werde jetzt mal ein bisschen Gins benutzen. Ich besenke mal den Gegner, der klappt ja, und ich benutze mal Umbraum, um uns zu schützen. So, Schutzschild. Yay! Sparen, hör uns sagen, Greif. Ja, ich muss meistens die erste Runde zum Boosten, um den Gegner nur wenig anzugreifen. Bam! Denn es gibt spätere Gegner, die heilen sich dann pro Runde und das ist echt scheiße, Junge. So, dann haben wir mal hier drauf, dann haben wir mal Asche drauf, dann haben wir mal Blitz drauf, dann haben wir mal. Ne, du hast normal drauf, denn du hast. Bam! Du hast Macht der Stärke, wenn es auffesselt. Auffesselt, entfesselt. Stahl! Macht der Stärke! Geil. Giftflut. Okay, so ein Griff, das gibt noch nicht. Kann ich zweimal Magiera benutzen, ne, um mich zu boosten, dann kannst du mal Ramses beschwören, du machst Magiera, du ganz normal an. Magiera! Bam, bam. Also, da habe ich ein Problem, weil jetzt Jenna kann ich mir heilen, da ich zu viele Jeans auf Standby habe, oder auf Ausruhen. Naja, was soll's. Wow, macht so einen Schaden, merke ich jetzt gerade. So, Angriff schon gestiegen. Finde ich sehr schön. Ramses! Bam! Alter, mache ich viel Schaden. Ich bin normaler Taucher. Sind wir Pokémon? Du greifst normal an, du kannst ihn nicht mehr heilen. Ach, du hast jetzt den Sturm gelernt, das wusste ich gar nicht. Mach mal Dunst. Du kannst mal Odin benutzen auf dich selber. Und mit mehr Ratskarten sucht, leuchtet das nicht gar nicht schön. Und du greifst nur normal an. Odin! So, wieder heile. Dunst! Angriff, wow, 95 Schaden und BÄM, 153, heilige. Das macht gut Schaden hier.
Warum machen sie gegen einen Winterdepp mehr Schaden? Meine Fresse, kann der Zug mal durchrasen hier? Gott, normal, ey. Ist doch nicht mal normal hier. Moment, nee. Moment. Ich muss auch das Fenster offen haben, wenn ich aufnehme, ne? Ich bin auch schon ein Held. Nee. Ich darf nur normal an. Du kannst mal. Kanone ansetzen, du kannst mal. Halt ich mal selber. Du musst ein Flash. Nee, Aaron kann ich heilen. Dann mach du mal Sturmblitz und Aaron, du heilst mal schnell. Cosma. So. Kanone! Sturmblitz! So, aber die Hydra sollte mal bald mal sterben. Ich denke, so viel lässt sie nicht mehr aus. Flut, das. Autsch. So, das ist nicht schön. Ja. Das ist gar nicht schön, wenn ich mal anmerken darf. was? Hallo. Gut, auf ein Heilwasser auf Jenna. Jenna, du beschwörst mal schnell das. Nee. So. Heilen, das ist ein Psy-Kristall. Ja, du kannst weiter angreifen, denn du machst guten Schaden. Du beschwörst mal Megera und. Na, du. Heilst mal schnell Cosma. Sonst. Megera! Und Tom, Stäbstelle? Nicht gut. Ja, Angriff steigt nicht mehr, weil der ist schon so hoch, dass es eigentlich nicht gestiegen werden kann. Oh, Triobre. Oh. Wir sind ja vor Arm gegangen, so. Gut, dann wird jetzt. Wir drin heilen, du benutzt Dunst. Mach mal Wolf, ja. Mach mal Blitz. Und du, Aaron. Benutzt mal tiefes Gebet auf Cosma. Weil ich habe immer, dass Cosma stirbt. Blitz! Ah, okay, kein Problem mehr, weil wir haben gewonnen. Und du Tornado gelernt. Schön, Cosma. Und ein Fläschchen bekommen. Yay, ein Fläschchen. Jo. Ja, das Item bekommen wir irgendwann später. Falls ich überhaupt mal daran denke, dass du wohl. So, du hast heilen. Oh, 11 PP kostet das Scheiße. Naja. Was soll man tun? Nun, los geht's. Wir haben schon ein einfaches Rätsel hier. Was muss man hier wohl tun? Hm. Auf gar keinen Fall Regenschau benutzen. Eigentlich darf man das nehmen, aber egal. Blöp. Auf geht's. Entschuldigung, muss es sein. Wir sind alle diese Monster mit. Entschuldigung. Wir sind alle diese Monster an Bord gekommen. Sie schwören können, dass ich abgeschlossen habe, als ich ging. Aber es macht nichts. Wenn das Schiff wieder Fahrt macht, springen sie sicher halt wieder von Bord. Also gut, ich muss den schwarzen Ball in dieses Sockel einpassen. Was? In diesen Sockel einpassen. Okay, so ein Wort einpassen. Wow. Geile Lichtshow. Und wir fahren übers weite Meer. Wir nehmen das Ruder, Felix. Wenn ihr bis nach Lemuria reisen möchtet, müsst ihr noch viel über Nautik lernen. Wir sollen ein wenig durch die östliche See kreuzen, bis ihr euch daran gewöhnt habt. Wenn wäre es nicht klüger, direkt nach Lemuria zu reisen? Nun, wenn wir lernen müssten, wie man segelt, sollten wir es besser früher als später tun. Dann will ich nach Nalivera und Tolby. Oh, und auch nach Vale. Können wir nach Vale? Nur zu gerne will ich deine Heimatstadt kennenlernen, Jenna. Wollen wir? Lass es uns tun. Auf nach Vale. Yo! Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre. Kommt schon. Warum nicht? Denk an die Straßen, die wir benutzt haben, um bis hierher zu kommen. Ich war nicht so besonders gut in Geografie. Dann lasst mich euch erklären. Küste von Angara, der Kontinent, auf dem sich Whale befindet, mit einem hohen, felsigen Klippen umgeben. Oh, du meinst also, Aarons Schiff könnte dort nicht anlegen? Und was die Underwander betrifft, nun, ich würde sagen, die Leute von Lalibero sind hinter uns her. Er hat recht, Satos und Menardi haben das in Lalibero etwas übertrieben. Und ihr wart alle bei ihm. Oh, aber Cosma kann auch die Situation erklären. Ich bin sicher, dass Varan und die Bewohner Laliberos alles verstehen würden.
und dann würden sie mich in der Legion behalten. Würdest du mich jetzt zurücklassen, Felix? Nein. Ja, stimmt. Vielleicht war das doch ein guter Gedanke. Felix. Und ich würde mal sagen, mit diesen Worten beende ich die Folge von heute und bin im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.